So, guten Abend, meine Damen und Herren. Es kommen immer noch einige, das ist sehr schön, die finden auch alle noch einen Platz, wenngleich der Saal ist heute wieder sehr schön gefüllt, das freut mich ganz besonders, also herzlich willkommen Ihnen allen. Wir sind bei unserer vorletzten Augstein-Lecture. Es war ein reichhaltiges Programm und das wird heute nochmals bereichert durch Georg Mascolo. Herzlich willkommen, Herr Mascolo. Wenn ich Georg Mascolo begrüße, darf ich ganz kurz persönlich werden, denn als ich 2009 die Rudolf-Augstein-Stiftungsprofessur für Praxis des Qualitätsjournalismus übernahm, hatte ich die ganze Gemengelage als damals Neu-Hamburger überhaupt noch nicht so richtig verstanden. Ich wusste irgendwie, dass die Augstein-Stiftung das der Universität Hamburg geschenkt hat und habe dann dem damaligen Spiegel-Chefredakteur Georg Mascolo einen Antrittsbesuch abgestattet. Wir waren dann schnell im Gespräch, als wir feststellten, dass er aus Stadthagen kommt und ich aus Minden an der Weser. Da stellte sich Nachbarschaft her. Aber eigentlich hätte ich gar nicht zum Spiegel-Chefredakteur gehen müssen, sondern zum Beispiel zu Fried von Bismarck, der damals Geschäftsführer der Augstein-Stiftung war. Eine kleine Erinnerung an lang vergangene Zeiten. Also, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Und Georg Mascolo wird Ihnen nun vorgestellt von Magdalena Neubig. Auch sie ist eine Masterin Journalistik und Kommunikationswissenschaft. Und zwischenzeitlich ist sie geworden Landeskorrespondentin für den Deutschlandfunk hier für Hamburg. Sie ist also zurückgekehrt in die Stadt ihres Studiums. Eine Alumna hier in Hamburg. Herzlich willkommen, Magdalena Neubig. Ja, vielen Dank, Herr Lilienthal, für die nette Begrüßung. Ich freue mich, dass Sie alle so zahlreich heute Abend hier erschienen sind, denn ich habe das Vergnügen, Ihnen jetzt einen der sicherlich bekanntesten Journalisten dieses Landes vorzustellen, Georg Mascolo. Wie Herr Lilienthal gerade schon erwähnt hat, wurde Georg Mascolo 1964 im niedersächsischen Stadthagen geboren. Sein schöner Nachname kommt von seinem italienischen Vater. Aber er ist natürlich nicht wegen seines Namens so bekannt, sondern weil er schon auf eine lange journalistische Karriere zurückblicken kann. Er hat fast ein Vierteljahrhundert lang für das Wochenmagazin Der Spiegel gearbeitet, in den verschiedensten Positionen. Angefangen als Reporter für Spiegel TV hat er als DDR-Korrespondent kurz vor der Wende aus Berlin berichtet, hat über die Maueröffnung vor Ort live berichten können und die anstehende Wiedervereinigung. Er hat fürs Hauptstadtbüro des Spiegel gearbeitet, er hat das Deutschlandressort des Spiegel gearbeitet und als Korrespondent aus den USA berichtet und war nicht zuletzt dann 2008 bis 2013 Chefredakteur des Magazins. Im Anschluss hat er sich stärker auf den investigativen Journalismus fokussiert und hat 8 Jahre lang den Rechercheverbund von NDR, WDR und der Süddeutschen Zeitung geleitet. In dieser Zeit hat der Rechercheverbund an großen Recherchen wie den Panama Papers, den Paradise Papers oder auch der VW-Diesel-Affäre mitgearbeitet und dazu veröffentlicht. Und jetzt, seit knapp einem Jahr, ist er als freier Publizist unterwegs und ja, arbeitet an längeren Texten und Buchprojekten. Und neben all dieser beeindruckenden journalistischen Arbeit hat er sich aber in den letzten Jahren auch immer wieder mit dem Journalismus eher auf einer Metaebene auseinandergesetzt und sich häufig zur Glaubwürdigkeitskrise des Journalismus geäußert. Stichwort Lügenpresse an dieser Stelle. Er hat immer wieder den Wunsch geäußert, dass wir Journalistinnen und Journalisten einen souveräneren Umgang mit Kritik an unserer Arbeit an den Tag legen sollten, eine bessere Fehlerkultur aufbauen. Und er hat dabei aber auch mit Selbstkritik nicht hinterm Berg gehalten, sondern gesagt, dass er auch selbst lange nicht diese Art von Fehlerkultur gepflegt hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch dieses Thema vielleicht ein Aspekt ist heute in seinem Vortrag, denn das Thema lautet die Pressefreiheit und ihre Gefährdung von innen und außen. Begrüßen Sie mit mir zusammen Georg Mascolo.
dachte schon, dass man nicht tritt. Das wäre auch interessant geworden. Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Schön, dass es so voll geworden ist. Gut, dass wahrscheinlich erst morgen oder übermorgen wieder neue Demonstrationen gegen die AfD anstehen, sodass wir uns heute hier sehen können. Weil ansonsten müssten wir ja doch alle rausrennen jetzt und an anderem Orte sein. Am 14. April des Jahres 1953 trat ein noch junger Journalist und Verleger an das Rednerpult, ein Rednerpult wie dieses hier, des Rhein-Ruhr-Clubs in Düsseldorf. Und schon seine ersten Sätze zeigten, dass da einer gekommen war, der eigentlich viel lieber schreibt, als dass er spricht. Denn eine Zeitung, so sagte er, so hieß schon einer der ersten Sätze, die solle schon interessant sein. Aber diejenigen, die sie machen, die hätten doch dann dahinter zu verschwinden. Der offenbar etwas widerwillige Redner an diesem Abend war Rudolf Augstein, sein Blatt war der Spiegel. Und das Manuskript dieser jetzt 70 Jahre zurückliegenden Rede ist bis heute für mich eins der großen Dokumente der Pressegeschichte. Augstein sprach über Berufsverständnis und die Rolle der Medien. Er sagte, dass nur aufgrund von freier und furchtloser Berichterstattung viele faule Eier, wie er es nannte, erst gar nicht ausgebrütet würden. Dass Parteien dazu neigen würden, Missstand Missstand sein zu lassen, wenn alle nur gleichermaßen davon profitieren würden. Und dass die Verbände, ich zitiere nochmal, Interessenpolitik um jeden Preis machen, Rundfunk und große Zeitungen bekommen, Beiräte, die Saft und Kraft aus der Institution herauspalavern. Da hatte einer ziemlich früh viel verstanden. Und so war Augstein an dem Abend gekommen, um zu mahnen, dass man gut aufpassen müsse, dass eines der ganz großen Freiheitsversprechen, das sich diese gerade erst aus Schutt und Schuld geborene neue Republik gegeben hatte. Das Versprechen der Pressefreiheit. Denn was im Grundgesetz so großartig aufgeschrieben und garantiert worden war, das war leider nicht in den Köpfen so vieler angekommen. Der neue Weg hatte gerade erst begonnen. Und ziemlich oft ging er in die falsche Richtung. Augstein zog an diesem Abend in Düsseldorf dieses düstere Fazit. Der moderne Staat neigt dazu, die Pressefreiheit nach außen zu deklarieren und nach innen auszuhöhlen. Was für ein Satz und was für ein Vorwurf. Der Jahrhundertjournalist hatte an dem Abend für seinen beharrten Befund einen Grund. Genauer gesagt hatte er bereits beunruhigend viele Gründe. Denn sein Spiegel eckte an, das galt schon für den Vorläufer Die Woche, die über Deportationen von ganzen Belegschaften deutscher Konzerne wie Siemens oder Zeiss nach Russland berichteten. Den Klau deutscher Patente durch britische Unternehmen oder die Anwerbung von Wehrmachtssoldaten für die französische Fremdenlegion. Und schließlich, da war es schon der Spiegel, mit abfälligen Bemerkungen über die niederländische Königin und die SS-Vergangenheit ihres Gemahls. Damit handelte sich das Blatt nicht nur die inzwischen für den Spiegel üblichen Ermahnungen und Drohungen ein, sondern das erste Verbot. Augstein wankte nicht, er tat das Gegenteil. Auf dem Titelblatt oben links ließ er auch gleich vermerken, der Spiegel für 14 Tage verboten. Es kam noch schlimmer. Ein Jahr vor Augsteins Auftritt in Düsseldorf fühlte sich Kanzler Konrad Adenauer von einem Bericht über die Umtriebe des französischen Geheimdienstes im Nachkriegsdeutschland persönlich beleidigt. Und er wirkte kurzerhand eine Beschlagnahme der gesamten Auflage. Augstein selbst wurde Zeuge, er aß gerade eine Bouillon-Knackwurst, als ein hessischer Polizist in einem Restaurant an der Autobahn die Exemplare einsackte. Ein aufmüpfiges Blatt, das provozierte, ja, dabei sich auch immer mal wieder grob im Ton vergriff, das Krawall machte, aber das auch aufdeckte, was aufgedeckt werden musste. Rettung durch Ungehorsam nannten sie das in der Redaktion. Das gefiel den Leserinnen und Lesern, aber es gefiel nicht den Mächtigen. So liest sich seine damalige Rede heute als die eines Journalisten, der spürte, was hier auf dem Spiel stand. Dass eine große Kraftprobe zwischen einem immer noch zu oft im autoritären Denken verhafteten Staat und der freien Presse unausweichlich sein würde. Eben dieser Showdown kam dann 9 Jahre nach Augsteins Mahnung. Er trägt den Namen Spiegel-Affäre und findet sich bis heute in jedem Geschichtsbuch.
die Durchsuchung und Besetzung einer ganzen Redaktion, die Verhaftung von Augstein und leitenden Redakteuren wegen des Vorwurfs des Landesverrats. Aber auf den Straßen gab es Proteste, der Versuch der Kriminalisierung scheiterte, und dies ist bis heute eine der großen Wegmarken, wie aus diesem Land wurde, was es werden musste: eine Demokratie. Der Staat überschritt seine Grenze, und dies erst half, dass er seine Grenzen erkannte. Übrigens, jüngste Aktenfunde legen nahe, dass die Adenauer-Regierung so lange gar nicht warten wollte. Schon 1954 gab es erste Überlegungen, gegen den Spiegel wegen Landesverrats vorzugehen. Mal sehen, was noch so in den Archiven auftauchen wird. Auch heute Abend sprechen wir über dieses Freiheitsversprechen. Ein Freiheitsversprechen, ohne das eine demokratische Gesellschaft schlicht nicht sein kann. Das Recht darauf, sich frei zu äußern und sich überall und unabhängig, ungehindert von Zensur zu informieren. Ein schneller Blick in den Artikel 5 des Grundgesetzes reicht zur Erinnerung, dass dies kein Sonderrecht für Journalistinnen und Journalisten ist. Es gehört allen Menschen. Pressefreiheit ist zudem ein dienendes Grundrecht. Sie soll ermöglichen, dass Bürgerinnen und Bürger von den in einer Gesellschaft vorhandenen Positionen erfahren, um dann daraus ihre eigenen Schlüsse zu ziehen, zu ihren eigenen Entscheidungen zu kommen. Darum und auch nur darum geht es. Die Medien sind keine vierte Gewalt, dieses so oft gern benutzten Begriff habe ich schon immer für eine unangenehme Selbstüberhöhung gehalten. Aber in ihrer Rolle, diejenigen zu kontrollieren, die über Macht verfügen, sie zu zwingen, Rechenschaft abzulegen, da sind die Medien unverzichtbar. Dieses Recht gehört in der Demokratie übrigens allen Bürgerinnen und Bürgern. Wir, die Journalistinnen und Journalisten, nehmen es nur stellvertretend wahr. Ein berühmtes Bonmot sagt, dass die Freiheit zentimeterweise stirbt. Das ist die Umkehrung des großen Satzes von Thomas Jefferson, nach der Freiheit gegen autoritäre Herrschaft zentimeterweise erobert werden muss. Freiheit stirbt aber auch zeilenweise. Pressefreiheit ist noch immer der perfekte Gradmesser für die Freiheit einer Gesellschaft. Der Beweis dafür lässt sich sehr einfach im Umkehrschluss erbringen. Keine Diktatur, in der freie Rede und freie Presse existieren, in der sie nicht gefürchtet und deshalb bekämpft wird. Kein Land, in dem es im Rahmen der Abbrucharbeiten an der Demokratie nicht auch zuerst gegen die Medien geht. Zur Besichtigung dessen reicht inzwischen ein Tagestrip nach Ungarn. Bis vor kurzem wäre auch Polen eine Reise wert gewesen. Drei Fragen will ich heute Abend stellen und Ihnen meine drei Antworten darauf geben. Die erste lautet: Hat Augsteins Befund bis heute Gültigkeit? Ist es so, dass auch der deutsche Staat des Jahres 2024 die Pressefreiheit gern hochleben lässt, um sie dann durch Handeln oder Nichthandeln zu beschädigen? Die zweite heißt, ob wir Journalistinnen und Journalisten eigentlich aufmerksam genug sind, ob wir genug dafür tun, die Pressefreiheit vor Angriffen und Aushöhlung zu schützen. Meine dritte Frage dann scheint ein wenig weiter weg, dabei verrät sie uns verblüffend viel darüber, wer wir heute sind. Sie lautet, ob wir Deutschen mit unserer einzigartigen Geschichte uns ausreichend dafür einsetzen, diesem Menschenrecht auch außerhalb unserer eigenen Grenzen Geltung zu verschaffen. Ob wir eigentlich verstanden haben, wozu unsere Geschichte uns in der Gegenwart verpflichtet. Zur ersten Frage lässt sich sagen, dass es durch die Kraftprobe der Spiegel-Affäre besser wurde. Aber es wurde auch nie wirklich gut. Grenzüberschreitung, atemberaubende rechtswidrige Aktionen und gebrochene Versprechen gab und gibt es bis heute. Die heutige Ampelregierung übrigens ist eine ganz besondere Enttäuschung. Darauf komme ich noch zurück. Noch in den 90er Jahren war es so, dass es den weit verbreiteten Versuch gab, Berichterstattung im großen Stil zu kriminalisieren, indem man Journalistinnen und Journalisten Beihilfe zum Verrat von Dienstgeheimnissen vorwarf. Nur weil sie etwas veröffentlicht hatten, was der Staat als vertraulich oder als Dienstgeheimnis einstufte. Nach diesem Maßstab wären ziemlich schnell nur noch Sportberichterstattungen und Theaterrezensionen straffrei geblieben. Der Staat war nicht nur dabei, die Türen in den Redaktionen ein Stück aufzuschieben,
Er war dabei, sie aus den Angeln zu heben. Zeitweilig zählte der Deutsche Journalistenverband mehr als 100 solche oder ähnliche Verfahren. Das Epizentrum übrigens lag, Sie ahnen es, in Bayern. Erst ein Gesetz, das den schönen Namen Gesetz zur Stärkung der Pressefreiheit trägt und das auch einlöst, beendete 2012 diesen gefährlichen Unsinn. Beim Spiegel mussten wir 2005 lernen, dass der BND gezielt Kolleginnen und Kollegen angeworben hatte, gegen Geld und in einem Fall eine Einbauküche, um herauszufinden, woher wir eigentlich unsere Informationen haben. Mein Kollege Hans Leyendecker und ich gehörten zu jenen, die Opfer dieser Angriffe waren. Und wir waren nicht die Einzigen, es traf Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Redaktionen. Später als Chefredakteur musste ich erfahren, dass man zwischen Sommer und November 2006 die Mails meiner Kollegin Susanne Köbel abgefangen hatte, die sie mit einem afghanischen Minister ausgetauscht hatte. Der BND hatte diesem Minister einen Trojaner auf seinen Computer aufgespielt und so war er auch an die Spiegelkommunikation gekommen. Zur Begründung hieß es damals beim BND, es handle sich schließlich um ruhende Kommunikation, die deshalb auch nicht vom Grundgesetz geschützt sei. Es war die erste der vielen windigen und rechtswidrigen Erklärungen eines Geheimdienstes, von denen wir nach den Enthüllungen von Edward Snowden noch eine ganze Menge gehört haben. 2015 dann traf es den Blog Netzpolitik.org. Bei der Bundesanwaltschaft und in Karlsruhe und im Justizministerium in Berlin hatte man kein Geschichtsbuch zur Hand. Wegen der Veröffentlichung von Verfassungsschutzdokumenten zur Überwachung im Internet wurden Ermittlungen wegen publizistischen Landesverrats eingeleitet. Losgetreten hatte diese Ermittlung übrigens ein Mann namens Hans-Georg Maaßen. Ich könnte diese Liste hier fortführen. Leider ist sie beschämend lang und beweist, dass Augsteins Diktum im Kern bis heute gilt. Regierungen und ihre Institutionen beschwören den Schutz freier Berichterstattung, aber erweisen sich oft als zu wenig sensibel, vergesslich oder im Einzelfall auch einfach als bösartig. Sie sind übrigens, das gilt besonders für die Geheimdienste, Wiederholungstäter mit schlechter Prognose für eine Resozialisierung. Als saublöde Panne und dilettantische Fehlleistung übereifriger Mitarbeiter bezeichnete die BND-Führung einmal das Sammeln von Informationen über deutsche Journalistinnen und Journalisten und Verlage. Das war im Jahr 1972. Immer wieder müssen wir uns darauf verlassen und können es glücklicherweise auch, dass die Gerichte der Exekutive ihre Grenzen aufzeigen. So etwa in dem berühmten Cicero-Urteil, in dem das Verfassungsgericht 2007 die Durchsuchung der gleichnamigen Redaktion wegen Geheimnisverrats für unzulässig erklärte. Der damalige Innenminister Otto Schily hatte zuvor noch gesagt, in der Sache werde er doch nur von ein paar Hanseln kritisiert. Die Hanseln fanden sich dann auch am obersten deutschen Gericht. Karlsruhe ist ein wahrer Sehnsuchtsort für meinen Berufsstand. Dass Deutschland sehr lange brauchte, eine EU-Regelung zum Schutz von Whistleblowerinnen und Whistleblowern aus dem Jahr 2019 auch nur in nationales Recht umzusetzen, der Deutsche Bundestag übrigens hatte dies trotz 6 Anläufen aus eigener Kraft nicht geschafft, ist unentschuldbar. So übrigens sieht es auch die Europäische Kommission. Die Bundesregierung rechnet damit, dass wegen der Verzögerung bei der Umsetzung dieser EU-Richtlinie zum Schutz von Whistleblowerinnen und Whistleblower zum ersten Mal in der deutschen Geschichte Strafzahlungen an Brüssel entrichtet werden müssen. Bei der EU nennen sie das den Rohrstockansatz. Es geht ein bisschen zu wie bei Gericht und so wird auch gerechnet. 560 Tage schuldhaftes deutsches Zögern, a 61.600 Euro, macht dann 34.496.000 Euro. Die EU übrigens argumentiert, ordnungsgemäß umgesetzt sei diese Whistleblower-Richtlinie in unserem Land bis heute nicht. Sehen das auch europäische Gerichte so? Kommt noch eine 250.000 Euro hinzu, und zwar täglich. Es wäre dann das ebenso teure wie beschämende Finale einer ohnehin beschämenden Geschichte. Hoffentlich versucht die Regierung dafür dann keine Ausnahme von der Schuldenbremse. Und das ausgerechnet in einem Land wie Deutschland.
Ich will daran erinnern, dass Hans-Georg Maaßen seinen Job übrigens nur verloren hat, aufgrund des Mutes eines Whistleblowers oder einer Whistleblowerin, die den Inhalt einer internen Rede, die er gehalten hatte, an den Deutschen Bundestag schickte. Da endlich erkannte der damalige deutsche Innenminister Horst Seehofer, was für ein Mann es dann nach ganz oben in der deutschen Sicherheitscommunity geschafft hatte. Ebenso, aufgrund von Whistleblowern, flog übrigens auch der Fall meiner Spiegelkollegin auf. Ein Anonymus wandte sich an zwei Mitglieder des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestages. Leider vergaß er oder sie, den Brief zu frankieren. Der CDU-Abgeordnete Norbert Röttgen, man muss ihm bis heute dankbar sein, zahlte das Nachporto. Geiz war eben noch nie geil. Auch aus journalistischer Sicht übrigens bleibt die deutsche Regelung eine Enttäuschung. Sie ist einfach nicht umfassend, nicht gut genug. Frances Haugen, Sie erinnern den Namen der heute weltberühmten mutigen Facebook-Whistleblowerin, fragte mich einmal bei einem Besuch in Berlin dies hier, warum sie eigentlich überall von Mitgliedern der Bundesregierung und des Parlaments so freundlich und zuvorkommend empfangen würde, aber sich aufgrund der Gesetzeslage in Deutschland nicht trauen könne, was sie in den USA getan hatte. Wenn wir über Bedrohung heute Abend reden, möchte ich über eine besondere Herausforderung sprechen. Die mit Überwachungssoftware. Das sind beängstigende Techniken, die Ihr Handy oder Ihren Computer infizieren. Alle Daten, die Kamera, das Mikrofon gehören dann dem Angreifer. Sie müssen inzwischen dafür nicht mal mehr einen Link anklicken. Die Zero-Click-Infection ist der letzte Schrei. Schurkenstaaten sind die besten Kunden auf diesem Markt. Sie erlauben ihnen, technische Methoden einzusetzen, über die früher nur wenige Staaten verfügten. Begonnen hat dieses üble Geschäft vor allem hier in Europa, genauer hier in Hamburg. Deutsche Firmen spielten dabei früh und lange eine besondere Rolle. Heute sitzen die Marktführer in Israel. Journalistische Recherchen haben das Ausmaß dieses Missstandes offengelegt. In Gefahr ist nicht weniger als die Zukunft des Widerspruchs. Oppositionelle Menschenrechtlerinnen und vor allem auch Journalistinnen und Journalisten wurden bereits Ziel dieser elektronischen Attacken. Zu den letzten Opfern gehörte meine russische Kollegin Galina Timtschenko, die in Lettland das erfolgreiche Internetportal Medusa betreibt. Ihr Handy wurde infiziert, nach technischer Überprüfung übrigens während eines Besuches in Berlin im Februar 2023. Überwachung und Unterdrückung waren schon immer untrennbare Zwillinge. Für Journalistinnen und Journalisten beinhaltet diese Technologie noch ein ganz besonderes Risiko, und das heißt Quellenschutz. Das ist ein sperriges Wort, aber es beschreibt nichts anderes als unser unbedingtes Versprechen gegenüber allen, die sich an uns wenden: Ihr seid in guten Händen. So wie bei eurer Ärztin oder eurem Anwalt. Ihr könnt euch uns anvertrauen. Wir schützen eure Identität absolut und unbedingt. Wer als Deep Throat den Journalisten Bob Woodward und Carl Bernstein in der Watergate-Affäre zu entscheidenden Informationen verhalf, wurde erst bekannt, als sich der frühere stellvertretende FBI-Chef Mark Felt dann selbst outete. Wäre er zuvor entdeckt, vielleicht verhaftet und verurteilt worden, die Gründungserzählung des investigativen Journalismus wäre heute eine ganz andere. Quellenschutz ist für uns heute herausfordernder geworden. Was elektronisch übermittelt wird, das lässt sich auch nachverfolgen. Das Handy kann auch als Wanze und Überwachungskamera dienen. Man lädt sie dann jeden Abend auch noch selbst in der Steckdose auf. Zu den eindringlichsten Dokumenten, die Edward Snowden kopierte und beschaffte, gehört für mich bis heute dieses. Es geht um das von der NSA so titulierte goldene Zeitalter der Überwachung. Und es zeigt ein Bild, auf dem der Apple-Gründer Steve Jobs ein iPhone hochhält. In der Bildunterschrift der NSA steht: Wer hätte 1984 gedacht, dass der große Bruder einmal so aussehen würde?
Ich sprach über den BND und seine erfolglose Suche nach journalistischen Quellen, nach unseren Quellen. Er blieb, wie eigentlich immer, erfolglos. Aber der Einsatz solcher Technologie macht den Schutz von Quellen heute schwieriger. Das ist eine große, es ist, so glaube ich, die gefährlichste Bedrohung für den Journalismus. Wir Journalistinnen und Journalisten sind deshalb darauf angewiesen, dass uns jedenfalls nicht auch noch der eigene Staat in den Rücken fällt. Dass nicht auch noch Deutschland jeden Schwarzmarkt befördert, auf dem Diktatoren oder Oligarchen sich solche machtvollen Technologien beschaffen können, um riskante Recherchen zu erschweren oder zu verhindern. US-Präsident Joe Biden setzt deshalb Firmen, die an solche Schurken verkaufen, auf eine schwarze Liste. Er will, dass die Bundesregierung sich einer entsprechenden Initiative anschließt. Aber das tut die Bundesregierung nicht. Sie kauft bei eben solchen Firmen ein, das gilt für den BND ebenso wie für das Bundeskriminalamt. Sie interessiert es nicht, wer die anderen Kunden sind. Ein Kollege von mir nannte diese Trojaner-Techniken einmal die Blutdiamanten des Cyberzeitalters. So ist es. Für Recherchen zu dieser Thematik bekommt man verlässlich Journalistenpreise, zuletzt vom Europäischen Parlament. Danach geht es dann in den europäischen Mitgliedstaaten Europas weiter wie bisher. Womit wir bei der Ampelregierung sind. Sie besteht aus drei Parteien, die verlässlich in der Opposition zu den lautesten Mahnern und treuesten Verbündeten gehören, wenn es um die Pressefreiheit geht. Inzwischen haben sie das vergessen, was sie selbst einmal einforderten, oder, das ist noch einmal eine besondere Kategorie, im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Schaut man dort hinein, finden sich vor allem im Kapitel 6, es trägt den pompösen Titel Freiheit und Sicherheit, Gleichstellung und Vielfalt in der modernen Demokratie, eine ganze Reihe ambitionierter Versprechen. Zusammen ergeben sie das Versprechen, die Medien in diesem Land in schwieriger Zeit nachhaltig zu stärken, die Pressefreiheit zu stärken. Nur eines dieser Vorhaben will ich nennen. Wir schaffen eine gesetzliche Grundlage für den Auskunftsanspruch der Presse gegenüber Bundesbehörden, steht dort. Dass es so etwas nicht gibt, ist ohnehin eine ziemlich irre Geschichte, denn auf Länderebene gibt es längst einen ausdrücklichen Auskunftsanspruch in den Pressegesetzen. Bereits 2013 wies das Bundesverwaltungsgericht darauf hin, dass Medien sich als eine Art Notlösung direkt auf den Artikel 5 des Grundgesetzes berufen dürfen, um Auskünfte von Bundesbehörden einzufordern, solange der zuständige Gesetzgeber untätig bleibt. Untätig ist er nun seit 10 Jahren. Seitdem gelten die vom Gericht verfügten Minimalstandards. Es hat eine Reihe von Gesetzesentwürfen gegeben, der Grünen und der FDP, Sie ahnen es, alle in der Opposition. Und nun gibt es dieses Versprechen im Koalitionsvertrag, ein solches Vorhaben einzuführen. Nur ist in der Bundesregierung bis heute nicht einmal geklärt, wer dieses Presseauskunftsgesetz schreiben und dann in den Bundestag einbringen würde. Fragt man in der zuständigen Behörde der Staatsministerin für Kultur und Medien, Claudia Roths, nach, heißt es, derzeit stimmen sich die entsprechenden Stellen innerhalb der Bundesregierung noch in Bezug auf die Zuständigkeitsfrage ab. Weniger Enthusiasmus geht nicht. Und damit zu meiner zweiten Frage. Wo lesen Sie von solchen Missständen? Wo hören Sie davon? Vor einiger Zeit war ich auf einer Journalismuskonferenz, bei der sich die grüne Bundestagsabgeordnete Tabea Rösner, eine ehemalige Berufskollegin, Vorwürfe über die verschleppten Versprechen der Ampel anhören musste. Ihre Reaktion war für mich verblüffend. Sie sagte, warum eigentlich Medien so wenig darüber schreiben würden? Wir wüssten doch, dass Politik oft erst unter Druck handle. Ja, wir sind erstaunlich lieblos, wenn es um dieses uns anvertraute Grundrecht geht. Wir sind ja im Journalismus ohnehin oft gut darin, heute etwas zur wichtigsten Sache der Welt zu erklären, um morgen dann nicht mehr hinzuschauen, darin Kleines groß zu machen und Großes liegen zu lassen. Das ist nie gut. Aber wenn es um die Pressefreiheit geht, dann ist es schlicht Pflichtvergessenheit.
Ich erinnere mich noch heute an einen Tag im September 2012 zurück. Der Spiegel beging den 50. Tag der Spiegel-Affäre mit einer Diskussionsveranstaltung. Auch Helmut Schmidt war gekommen, gegen den der Generalbundesanwalt damals übrigens wegen Beihilfe zum Landesverrat ermittelt hatte, als Rudolf Augstein es schon hinter sich hatte. Es hätte Schmidt beinahe seine politische Karriere gekostet. Jahre später hatte er mir eine Vollmacht gegeben, um in Karlsruhe zum ersten Mal die 6 Bände umfassende Ermittlungsakte gegen ihn einsehen zu können. Für mich war es ein bewegender Moment, diese Dokumente in den Händen zu halten. Am Ende dieses Gesprächs beim Spiegel fragte ich ihn, ob er sich eigentlich eine neue Spiegel-Affäre vorstellen könne, ob so etwas möglich wäre. Schmidt sagte, wenn es nochmal passiert und wenn ich dann noch lebe, dann gehe ich mit auf die Barrikaden. Die Leute tobten. Ich bin sicher, ein solcher Fall würde in Deutschland die Medien mobilisieren und auch die Öffentlichkeit. Aber oft ist es ja gar nicht der eine große Schlag. Es sind die vielen kleinen Schnitte, die doch zum gleichen Ergebnis führen können. Es geht schleichend, aber es ist überhaupt nicht weniger gefährlich. Über die Problematik der Überwachungssoftware wird nicht genügend berichtet. Nicht einmal über einen Sonderausschuss des Europäischen Parlaments, der sich der Sache angenommen hatte. Jemand wie Karl von Ossietzky gehörte in diesem Land übrigens einmal zu denen, gegen die wegen publizistischen Landesverrats ermittelt wurde und der verurteilt wurde, weil er die verbotene Aufrüstung der Reichswehr öffentlich gemacht hatte. Später bekam er für genau diese Arbeit den Friedensnobelpreis. Nach den Ermittlungen gegen Netzpolitik.org stellte der damalige Justizminister Heiko Maas endlich eine Gesetzesänderung in Aussicht, um diesen Spuk des publizistischen Landesverrats zu beenden. Aber es gibt diese Gesetzesänderung bis heute nicht. Es fragt auch niemand danach. Wir waren schon einmal aufmerksamer. Wir waren schon mal besser. Als der große Lauschangriff in den späten 90er Jahren geplant wurde, reagierten viele Medien darauf, dass es keine besonderen Schutzvorschriften für Medien geben sollte. Der Spiegel druckte einen Titel. So sollte es wieder werden, so muss es wieder werden. Ein guter Anfang wäre, genau darauf zu schauen, was aus dem versprechenden Presseauskunftsgesetz wird oder was Bundesbehörden auf dem Markt der Überwachungssoftware treiben. Wir reden in diesen Zeiten und aus guten Gründen viel darüber, wie stabil unsere Demokratie noch ist. Hierfür aber ist nie alleine entscheidend, wer sie angreift, sondern auch, wer sie verteidigt. Leidenschaftslosigkeit darf es in diesem Feld nicht geben. Schlimmer wäre nur noch Zynismus. Und damit zu meinem dritten und letzten Punkt. Was wir tun, um einen als wichtig erachteten Wert nicht nur bei uns zu verteidigen. Apropos bei uns. Ich habe lange argumentiert, dass man in unserem Beruf hier in Deutschland in Sicherheit ausüben kann. Höre ich aber Kolleginnen und Kollegen aus Ostdeutschland zu, die lieber durch die Hintertür ihre Redaktion verlassen oder auf Demonstrationen keinen Schal mehr tragen, weil sie sagen, daran könne man gewürgt werden, bin ich mir meiner Sache nicht mehr ganz so sicher. An Medien kann, ja an Medien muss man viel kritisieren. Nur ist das aus der Nazizeit stammende Wort der Lügenpresse einfach eine Unverschämtheit. Genauso, wenn der AfD-Fraktionsvorsitzende Tino Chrupalla von Journalistinnen und Journalisten als Zersetzungsagenten spricht. Das ist die Sprache der Stasi. Die Zeichen jedenfalls stehen auch bei uns an der Wand. Im sumpfigen Milieu aus Querdenkern, Rechtsradikalen und AfD-Anhängern wünscht man sich ja nicht nur eine deutsche Polizei, die dann ausschließlich aus Ungeimpften bestehen würde. Man wünscht sich auch ein Ausschalten oder Gleichschalten der Medien. Bei jüngsten Durchsuchungen jedenfalls wurden Listen gefunden, auf denen nicht nur unerwünschte Politikerinnen und Politiker stehen, sondern auch Kolleginnen und Kollegen von mir. Gewalt beginnt immer mit der Sprache. Soll niemand sagen, er wisse nicht, was hier auf dem Spiel stehe. In vielen Teilen ist Journalismus schon lange einer der gefährlichsten Professionen. Man muss dafür nicht mehr nach Mexiko schauen, es reicht die Türkei,
Malta die Slowakei. Zur staatlichen Repression ist der Auftragsmord gekommen. Es ist großartig, dass es inzwischen eine Organisation wie Forbidden Stories gibt, die eine eigene Art der journalistischen Abschreckung praktiziert. Wird durch Gewalt eine Recherche verhindert oder beendet, tun sich Medien zusammen und setzen diese Arbeit fort. Wer also glaubt, mit Mord an einem oder einer von uns eine Berichterstattung zu verhindern, hat es stattdessen mit Dutzenden Kolleginnen und Kollegen zu tun. Wenn es darum geht, das universelle Prinzip der Pressefreiheit zu verteidigen, ist eine deutsche Bilanz nicht ganz einfach zu ziehen. Ja, diese Bundesregierung gehört zu den größten finanziellen Förderern von Exiljournalismus, vor allem aus Belarus und Russland. Man kann nur dankbar dafür sein. Aber leider sind die Beispiele, bei denen deutsches Regierungshandeln auf dem schmalen Grat zwischen Prinzip und dem, was man Realpolitik nennt, mit anderthalb Füßen über dem Abgrund hängt, auch zahlreich. Dass der saudische Herrscher den Journalisten Jamal Khashoggi umbringen ließ und dann im Generalkonsulat in Istanbul zersiegen ließ, weiß das Kanzleramt genau. Es gibt sogar ein Tonband des Mordes, aufgezeichnet von türkischen Wanzen. Ein deutscher Emissär hat es sich anhören dürfen. In seinem letzten Artikel schrieb Khashoggi dies hier: Wenn autokratische Systeme Journalisten und Oppositionelle verfolgen, dann reagiere die internationale Gemeinschaft nicht mehr entschlossen. Vielleicht, so Khashoggi, werde das Vorgehen noch verurteilt, aber dann folge schnell Stille. Das klingt so, als hätte er sein eigenes Schicksal vorhergesagt. Was mich zu einem Namen bringt, ohne den dieser Vortrag nicht zu Ende gehen kann. Der Name heißt Julian Assange. Er sitzt seit Jahren in London im Gefängnis, jetzt droht die Auslieferung in die USA mit angedrohten 175 Jahren Haft. Ich kenne ihn gut, er ist ein schwieriger Charakter, der Dinge getan hat, die ich für falsch hielt und halte. So war es schon, als der Spiegel sich entschied, die WikiLeaks-Dokumente auszugsweise zu publizieren, damals in Kooperation mit der New York Times und dem Guardian. Wir hatten unterschiedliche Auffassungen darüber, was im öffentlichen Interesse bekannt werden muss oder was aus guten Gründen geheim bleiben musste. Die Namen derjenigen etwa, welche Menschenrechtler in Diktaturen US-Diplomaten mit Informationen versorgen. Uns nannte Assange die deutschen Bedenkenträger. Als wir das publizierten, waren wir uns auch des juristischen Risikos bewusst. Ja, es hätte der eine Fall sein können, für den man als damals verantwortlicher Chefredakteur ins Gefängnis geht. Nicht in Deutschland, aber in den USA. Lange hatte die US-Regierung gezögert, Assange nur wegen der Veröffentlichung der Dokumente anzuklagen. Denn folgerichtig wäre es dann gewesen, auch meine Kollegen von der New York Times, den Guardian und die Verantwortlichen des Spiegel anzuklagen. Inzwischen hat sich die US-Regierung doch zu dieser weitergehenden Anklage gegen Assange entschieden. Das hierfür angewandte Prinzip, das Publizieren von geheimen Dokumenten zur Spionage zu erklären, lässt sich beliebig dehnen, ausdehnen, überdehnen. Julian Assange muss man weder als Person gutheißen, noch seine Methoden billigen, um eines zu erkennen. Hier wird und muss ein Prinzip verteidigt werden. Tun wir es nicht, werden wir einen hohen Preis dafür bezahlen. Der fallweise schwerwiegende Verstöße gegen grundlegende Freiheitsrechte der Menschenrechtskonvention auf, sagt eine deutsche Politikerin namens Annalena Baerbock und fordert die sofortige Freilassung. Ich bitte um Entschuldigung, es muss natürlich sagte heißen, denn Sie ahnen es, diese Worte fielen, bevor sie Außenministerin wurde. Seither gehört sie zu allen in der Bundesregierung, die zu diesem Fall schweigen. Wir reden oft darüber, woran uns unsere Geschichte hindert. Wir müssen auch darüber reden, wozu sie uns verpflichtet. Weit oben steht dies hier, die Verteidigung eines großen Freiheitsrechts, das den Namen Pressefreiheit trägt. Ich bedanke mich, dass Sie mir zugehört haben. Rudolf Augstein übrigens hatte damals in Düsseldorf eine Bitte. Man solle ihn doch in der anschließenden Diskussion nicht mehr als Gast behandeln, sondern man möge schonungslos mit ihm umgehen.
Diesen schönen Wunsch leihe ich mir für heute Abend aus. Vielen Dank.